Gut, dann fangen wir mit Divinity an. Starten. Wenn das noch. Nimmst du das jetzt eigentlich auf? Ich nehme es auf, ja. Gut zu wissen. Also du musst, also du weißt. Willkommen zu Divinity! Hello everybody! Willkommen zu Divinity 2! Subscribe-Button, Like-Button und. Nur Tutorials zeigen, wenn sich die neue Möglichkeit. Oh, soll ich Tutorials anlassen? Nein, das ist nichts Neues. Klick das Ding weg. Okay, nein, ich will nicht Sibylle. Ich bin aber überlegen, ob ich den Untoten nehme von der Story. Ah ne, der ist Krieger. Nein! Ich erstelle einen. Musik leiser. Ja, muss ich schauen. So, ich möchte mir nicht die Geschichte anhören. Ich möchte zu. Ach, Nein, kein cool. Hintergrund, kein Hintergrund, kein Hintergrund, kein Hintergrund. Benutzer definiert. Nein, 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 Was nein. hältst du eigentlich davon, wenn ich einen Charakter nehme, der 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 vorerstellt ist, oder wie? ja, sowas wie Fane, weil Fane ist echt ziemlich cool. Ja, das ist der Magier. Ach, das ist der Magier von der Story? Ja, das sind die Charaktere, die du auswählst. Da muss ich nur Musik. benutzerdefiniert machen. Die Musik leise? Ja, es muss ich schauen. Ich muss. Hallo, sein Let's Play-Channel ist total wichtig. Ja, ich muss die Musik. Ich kann das jetzt gerade, glaube ich, nicht, oder? Ah, doch, 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 ich kann das. So, Sound. Ich mag total seine Rüstung vom Inquisitor. Die ist cool. Die werde ich mir auch später holen. Man kann, ist es immer noch so, dass man die Rüstung auswählen kann, wie sie aussehen soll? Weil es ist meine, auch wenn es eine andere Nein, Rüstung ist. du ziehst die Rüstung an und sie sieht von Rasse zu Rasse unterschiedlich aus. Nee, das weiß ich auch. Nee, ich meine zum Beispiel, du hast ja spätere Rüstungen und sehen immer anders aus, ne? Kann man so machen, dass man die gleiche Rüstung weiter vom Aussehen hat? Weil ich liebe die Inquisitor-Rüstung, die sieht perfekt aus. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es zum Beispiel, wenn du ein ultimatives Kettenhemd der Vernichtung bei einem Menschen anziehst, sieht es aus wie ein Kettenhemd. Wenn du dasselbe Kettenhemd bei einem Elfen anziehst, hat er so kleine Nippelschützer. Ich hab mir gerade die weibliche Untotenversion angesehen. Voll die weiblichen Knochen. Ich weiß nicht, warum mein Inquisitor der Schritt ausgestopft ist. So, okay, dann. Okay, wollen wir mit der Erstellung anfangen? Ja, bin dabei. Okay, gut. Dann. Ich würde als Basis wahrscheinlich Hexe nehmen Nee, und nee, dann nee, darauf keine aufbauen. Basis. Keine Basis nehmen. Nee, wie nennt man denn bitte keine Basis? Man hat doch immer Beschwörer oder irgendwas. Ja, also die Talente bleiben frei. Die Talente sind kackegal. Du gehst nach hier bei den Voreinstellungen und Talente, kannst du alles kicken und somit bis auf null. Ja, mache ich auch irgendwie. Okay. So, dann Erscheinungsbild, das heißt jetzt schön lustig aussehen lassen. Lustig? Hast du gerade lustig gesagt? Ja. Was ist? Hautfarbe, okay. Oh nein. Oh nein, nein. Mache ich ihn eine Glatze? Mache ich Wirklich ihn eine noch? Glatze? Noch leisere Musik? Alter. Dann mache ich die Musik so. Der Musikbass. Warte. Gib ich ihn Haare, gib ich ihn nicht Haare? Das ist die Frage. Ja. So, Kampfmusik kicke ich dann auch runter. Ich kann mir vorstellen, dass es höllisch rumbrüllen wird. Filmsequenz, Benutzeroberfläche, Umgebung, Stimmenmaster. Ich jetzt pumpe das Ganze nochmal runter. Ah, nee. Besser? Ja, ich habe alles, weil alle der restlichen Geräusche werden auch höllisch fürchterlich unangenehm sein. Ich muss das mal ein bisschen höher stellen. So, wie heißt die? Sahne-Karamell. Geil. Ich wollte schon mal meine Hautfarbe Sahne-Karamell haben. Was ist mit dir, du Sahneprinz? Sahneprinz. Sahneprinz. Ich finde das gut. Sahneprinz.
Das ist der beste Name. Wie heißt du? Sahnepilz? Nee, ich möchte mit dir nicht befreundet sein. Ich glaube, ich bin das, so heißt mein Charakter jetzt. Sahnepilz, oh, bitte. Oh, oh, oh Gott. Oh, die Elfen haben enorm hässliche Gesichter. Also die Untoten haben die besten Gesichter. Ja, tot. Wenig Körperfett, wenig Körperfett. Wie kann man als Untote übergewichtig sein? Fette Knochen? Ja, ja, beides. So, welche Frisur? Können Untote Haare haben? Ich meine, können Untote Haare haben? Ja, die können Bärte haben, Haarfarben und Haare. Wie? Und so wie? Wie? Die bleiben hängen? Die Haut? Bleiben hängen. So, so. Wir haben jetzt Skelette gefunden, die sind super haarig und unrasiert. Ich nehme aber meine haarlos. Haarlos? Skelette haarlos ist was ganz Neues. Sei mal kurz leise, ich muss mir die Stimme anhören. Nein, nicht die Stehlampe aus. Oh ja, die gelehrten Stimme. Nein, das ist Kacke. Ja, das ist cool. Sind das Haare oder sind das Hörner? Haben die Elfen Hörner? Die Hörner? Ja. Die Elfen haben hier Hörner. Wusste ich gar nicht. Nee, doch, die haben keine Hörner. Das ist Haarschmuck. Das ist Haarschmuck. Okay. Schwegs Entscheidung. Welche Haare soll ich haben? kein Punker-Elf, bitte. Hm, na doch, doch, doch. Wie kann ich auf 0 machen? Kann ich nicht, oder? Bei der Vorerstellung? Was auf 0? Die Vorerstellung. Alles auf Bearbeiten und dann auf 0, oder wie? Ja. Attribute bearbeitet und dann klickst du alles weg und dann kannst du alles einzeln zuweisen, so wie du es haben möchtest. Somit erstellst du quasi eigene Klassen. So, was okay, ist... Okay, dann würde ich auf Intelligenz gehen. Nur auf Intelligenz, oder? Was war das so? Du warst doch der Typ mit der Gießkanne und den Steinen, ja? Nein, du wolltest ja Steine mir nicht geben, weil alle anderen Charaktere Steine haben. Beschwörer und... Ja, du musst schauen, was der Beschwörer braucht. Wo kann man das sehen? Keine Ahnung. ich denke mit Intelligenz, oder? Nein, das ist abwegig jeder Logik, also... Okay. Logik. Okay, ich so. Guck mal kurz. Gesichtsextras, keine Stimme. Nice. Warum Instrumente? Weil deine ultimativen Fähigkeiten mit Instrumenten basieren sind. Deswegen hol sie aus irgendeiner Körperöffnung eigentlich ein Kontrabass und spielst drauf. Welcher zurückgebliebene holt sich eigentlich Lone Wolf? Was? Welcher zurückgebliebene holt sich halt die Fähigkeit Lone Wolf? Richtig zurückgeblieben. Wenn alle tot sind. Wo kann ich denn die Fähigkeiten sehen? Fähigkeiten? Wie Fähigkeiten sehen? Also so Piu-Piu-Schuss und welchen Piu-Piu-Schuss du auswählst und so. Ach so. Du musst dann quasi bei den Fähigkeiten, suchst du dann die jeweilige Klasse aus und dann gehst du in die Fertigkeiten und in den Fertigkeiten steht dann da, was für Fähigkeiten du für auswählen kannst. Aber wo sehe ich die Fähigkeiten? Du bist doch jetzt gerade in den Voreinstellungen, ja? Ja, Charaktererstellung, ja. Nee, Voreinstellung, genau. Ja, genau. Da klickst du die ganzen Punkte weg, die du da auswählen kannst. Ah, da, ich sehe es, bei Fähigkeiten gehst du auf Bearbeiten. Genau, genau, okay. Genau. Auch Bearbeiten, und dann klickst du halt die weg und dann fügst du die ein, die du halt quasi haben möchtest. So, Necromancer und Gauner war das, was ich haben wollte, oder? Ja. Ich bin Beschwörung und, Wasser. Wasser? Beschwören und Wasser! So, was für Talente wollen wir uns geben? Du meinst Handwerk und so ein Scheiß? Nee, dieses Telekinese, Lehrmeister, Schleichen, Dieberei, Tauschen, Überreden oder Glücksbringer. Ich finde den Skill Glücksbringer enorm gut. Was macht... Warte mal kurz. Wo sehe ich den in welcher Kategorie? Das ist bei den Fähigkeiten. Da, wo du deine Klasse auswählst, quasi. Ah, Telekinese, Schleichen, Dieberei. Genau. Glücksbringer, guck ich mal kurz. Das ist, wenn du eine Kiste lootest, dann hast du eine höhere Chance, dass du was Geiles bekommst. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Das heißt aber, dass
macht Sinn, wenn sich das nur eine Person das zu geben. Genau, ja. Und dann das quasi, wenn du das nimmst, dann mache ich keine einzige Scheißkiste auf, sondern sage dir hier, da und da und da und da sind Kisten und die musst du öffnen. Und dann hast du öfters mal halt so ein Sparkle. Dann würde ich dir halt die ganzen bösen Taten geben und mir sowas wie Glücksbringer und ich level das so. Okay. Mhm. Weil ich denke mal, du bist eher der Dieb, weil du bist der Schurke, das passt. Mhm. Ich kann auch der Dieb sein, wenn du willst. Also mir macht Spaß. Lass mich der Dieb sein. Dieberei ist fucking schwer in diesem Game. Okay, dann bin ich der Glücksbringer. Okay, dann müssen wir schauen, willst du auf Glücksbringer und Überredung skillen? Ich hab nur einen Punkt. Ja, später meine ich, später. Ist es wieder mit Handschere, Schere, Stein, Papier? Nein, das ist wirklich, deine Überredungskunst muss einen bestimmten Level haben, damit du bei einigen Leuten halt durchkommst mit deiner Überredungskunst. Würde ich lieber dir geben. Weil ich glaube, du bist ein bisschen mehr der mehr gern liest. Ja, weil ich habe Schleichen und Dieberei schon. Wenn ich schon Dieberei haben muss oder werde, muss ich Schleichen auch mitskillen. Damit habe ich schon mal 2 Punkte. Also muss ich dann mehr überreden. Ja. Es sei denn, ich gehe komplett auf Glücksbringer und hau das richtig hoch und du musst halt ein bisschen verteilen. Ja, das ist dann ist meine Dieberei kacke. Ja, dann gehe ich auf Überreden. Ja, aber halt erst später. Erstmal auf Glücksbringer, da können wir. Wir haben ja 1000 Kisten, die wir looten. Gut, dann gehe ich Dieb. Bestätigen. So, und jetzt suchst du dir die Fertigkeiten raus. Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch am Nachdenken. Ich habe Hydrosoph und gebe Beschwören. Und mache ich noch ein Level auf irgendwas? Ah, nee, ich habe nur noch 0 Punkte. Okay. Nee, du kannst. Warte, Hydrosoph, du wolltest doch Wasser. Ach ja, doch Wasser und Beschwören, genau. Wolltest du? Mehr ja. weil wir nur Geo gemacht. Wirklich? Sind wir uns sicher? Was? Mir nicht Geomant zu geben? Wir haben haufenweise Geomanten, das ist das Problem. Ja, das Ding ist, können wir nicht später bei denen sagen, ey, verteil mal einen Punkt auf Hydro? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das, dann haben wir quasi einen Punkt verschwendet und wir brauchen diesen Scheißpunkt. Wir brauchen wirklich den Punkt? Ja. Ach, ich hasse das. Es dauert ewig lange, bis du dich. Ich hasse den Hydro-Bau. Ich hasse ihn so sehr. Ja, einige ganz, ganz nice Skills. Ja, ja, Skills, die alle mich umbringen. nein, nichts mit Heilen. Es sind Einfrieren, Festhalten und Vampirbiss ist auch noch, glaube ich, dabei. Okay, ich hole mir mal die Fähigkeiten jetzt. Wie ist denn da nochmal? So, Gegenschlag. Das den hole ich mir. Und aufgeblähte Leichen. Ich würde sagen, Dimension. Oh, ne, wo sieht man. Was es braucht, Intelligenz oder so? Kann man das irgendwo lesen? Moment. Alter, Jack Daniels. Du säufst grad? Hab ich dir doch erzählt. Ah, okay. Dachte ich. Lebenskraft, blutest du mehr Heilung, physischen Entfesselt, physischen Schaden und dich heilen. Apfel durch. Okay. Was hältst du von Frostrüstung? Macht auf jemand anderen 8 magische Rüstung. Heilt, brennt, vergift, betäuben, eingefroren, ersticken, versteinert. Ist 8 magische Rüstung gut? Ja. Für den Anfang haben wir 0 magische Rüstung. Also fast gar nicht. Und wir werden mit Zaubern bombardiert wie die Hölle. Ah nee, ich sollte lieber Regeneration reinnehmen, oder? Ja, also heilen. Heilen ist am Anfang wichtiger. Wir haben Tränke. Ja, dann nehme ich Frostrüstung raus. Ja. Wie gesagt, vor allem diese ganzen Skills kannst du ja, glaube ich, nachher sowieso skillen. Du kannst ja hier drei raussuchen. So, ich nehme einmal Leiche erwecken. Mhm. Einmal Porten. Und jetzt bin ich nochmal überlegen. Den Schwarm. Du bist Luft? Ich wusste nicht, dass du Luft bist. Nein, ich bin nicht Luft. Ah, früher war Porten Luft. Porten, Schattenschritt. Das ist das. Ach so, okay. Das meine ich mit Porten. Porten hast du sogar. Ich hab meinen Jack Daniels ausgetrunken. So. Also ich hab jetzt Heilung, Regeneration, Totem und Wichtelwicht geholt. Hexe, Wildling, Schattenklinge, Schurke. Okay, irgendwie habe ich mich hier verdrückt. Weißt du, wie man Fähigkeiten leveln kann mittlerweile? Was?
Weißt du, wie man Fähigkeiten mittlerweile leveln kann? Ich glaube, das ist. Ja, das ist später. Wenn du Level up wirst, kannst du möglicherweise einen Punkt auf die Fähigkeit setzen, damit sie stärker wird. Aber erst nachher, wenn du auflevelst. Oder ist es jetzt eher, dass man. Ah, ist es vielleicht, dass man Hydro so. Dass man die Klasse levelt? Oh, das ist ja, habe ich gar nicht gesehen. Und denkst du, dass es bedeutet, die Klasse zu leveln statt die Fähigkeit? Könnte auch sein. Ja, ich glaube, die Fähigkeit steigt mit der Klasse. Ja, das würde mehr Sinn ergeben. Ich glaube, du kannst nicht einzeln leveln, sondern du musst das hier wirklich auf die Klasse. Also das fette Viech bekomme ich erst, wenn ich 10 Level auf Conjurer gemacht habe. Genau. Okay, Instrumente, macht das irgendwie einen Unterschied, was ich benutze? Ich glaube nicht. Dann nehme ich eine Laute. Nein, ich nehme Cello. Ich bin Untoter, ich brauche ein Cello. Okay, gut, ich gehe hier gerade total in Bullshit. Herkunft, was ist dabei gut? Bist du bei den Talenten oder was? Ich bin jetzt gerade bei Kennzeichen. Okay, also das ist halt, da müssen wir schauen, weil wenn du zum Beispiel ein Soldat bist, da kannst du zum Beispiel dich auch mit Leuten, die im als Wachen und so, kannst du dich besser unterhalten, kannst du sie besser auch verstehen und mit besser auf deren Lage eingehen. Oder halt dir werden so Punkte vorgeschlagen, wie zum Beispiel der eine sagt, ey, ich bin voll müde von der Wache und dir wird dann eine Option angezeigt, Soldat, oh ja, ich kann das verstehen, so weißt du. Okay, ich gehe auf Adliger, ich denke, mit Adligen kann man gut was aushandeln. Ja, ich weiß, ich keine Ahnung. Dann nimmst du irgendeinen anderen Scum. Oh, hast du schon die neue Folge von diesem Shield Hero Anime gesehen? Ja, mit der Hinrichtung. Genau, wo er sagt, dass sie Slut-Whore genannt werden soll. Und, ja. Und, und ihr Abenteuername Blittchen. Ja. Und der König Trash. Ja, Abschaum, Trash, was auch immer, ja. Ich habe sogar die deutsche Version gesehen. Ich habe eine neue Seite gefunden, die sehr schnell auf Deutsch übersetzt. Ja? Okay. Nee, ich mag es auf Englisch zu schauen, deswegen. Ah! Ja, ich mag es auf Englisch zu schauen. Ich schalte auch zurzeit alle. Wie gesagt, ich habe auch meine Serien Switch. Serien gucke ich gerne auf Englisch. Ich habe ja auch meine Switch auf Englisch umgeschaltet, weil mich nervt. Diese deutschen Übersetzungen gehen mir so höllisch auf den Sack. Ja, das ist manchmal echt schlimm. Ja. So, ich habe als Fähigkeit, als Talent habe ich abgefahren genommen, weil das Reichweite erhöht. Mhm. Ich denke, das ist gut für Magier, Reichweite. Gibt's coole Sachen, aber Reichweite ist krasser. Okay, ich bin immer noch bei den Attributen. Und Intelligenz, bestimmte intelligenzbasierte Schaden, den du verursachst, ein Punkt gleich plus 5% Schaden. Also, wenn da steht magischer Schaden, dann machst du den durch die Intelligenz. Finesse erhöht Schaden, den du mit Finesse-basierten Waffen oder Fertigkeiten bewirkst. Also es würde dir noch stehen. Dann was hältst du eigentlich von Glaskanone? Weil dadurch hast du halt Statuseffekte bleiben immer. Bei Glaskanone war das bei dir die Statuseffekte bleiben oder bei wie? Bei Glaskanone ist von magischer Rüstung, magische Rüstung schützt dich ja vor Statuseffekte. Mhm. Aber bei Glaskanone ist das weg. Weil du kriegst maximale Punkte bei dem Start der ersten Runde. Mhm. Naja, ich glaube, das lohnt sich nicht. Nee, ich glaube, bleib mal abgefahren, weil das ist erstmal ganz wichtig. Mhm. Weil wenn du die Entfernung nicht hast, dann kannst du dich auch nicht entfernt haben. Oh mein Gott, ich habe kein Zauber, merke ich gerade. Nicht gut. Hinterhält ja der Schaden basiert auf deinen Basisangriffen plus Bonus durch Finesse. Okay, Angriff, springt das Ziel in die Luft, Standard, 13 Meter Reichweite. Der Schaden basiert auf deiner Stufe und erhöht Bonus von Intelligenz. Okay. Soll ich vielleicht Totem rausnehmen und dafür Dimensionsbolzen, damit ich nicht voll aufs Maul bekomme? Ja, damit ich auch normalen Schaden habe. Bitte erstmal keine Totems. Die Teile sind ein bisschen lahm, muss ich sagen. Okay, wenn du noch mal mehr zu deinen Fähigkeiten haben möchtest, was für was geskillt ist, halte jetzt einfach nur mit deiner Maus über die Fähigkeit, wenn du schon deine Attribute geskillt hast.
und dann wird er stehen, dann steht er bei einem Stern. Da ist ein Sternchen, so ein blauer Stern. Ja. Und da drin steht, glaube ich, in der letzten Zeile, woraus der Schaden entsteht. Bei mir steht zum Beispiel, der Schaden basiert auf deiner Stufe und erhält Bonus von. Nee, bei Sternchen steht, lege Nass für eine Runde fest. Ja, schau mal bei den anderen Fähigkeiten. Das ist nicht bei jeder Fähigkeit. Okay, das ist Regen, muss ich sagen. Ja, Regen ist ja halt, Okay, beim Wasser ist es schon mal Intelligenz, beim Chaosbolzen ist es Intelligenz. Mhm. Okay, das ist schon mal gut, dass es alles auf Intelligenz ist. Und nehme ich Hagelschlag rein? Wolltest du nicht das Beschwörungsvieh auch mit reinnehmen? Das Beschwörungsvieh ist drin. Beschwörungsvieh und Regeneration. Das sind die beiden wichtigsten. Und steht nichts beim Beschwörungsvieh, ob es irgendwie durch irgendwelche Attribute nochmal gesteigert wird? Warte mal. die Fähigkeit Beschwörung. Je höher sie ist, desto krasser es ist. Ja, okay. Also ich denke, bei dir ist eher Intelligenz viel. Ja, da steht auch drin, Stufe 10 der Stufe Beschwörung. Hast du eine neue Beschwörung, da ist es ein Koloss. Okay, ja, Intelligenz. Dimensionsbolzen, Intelligenz. Ich denke gerade nach, was besser ist. Dimensionsbolzen oder Hagelschlag? Ich glaube, Hagelschlag ist Fläche. Ja, ja. Aber ich denke, mach mal Dimensionsbolzen, weil ich glaube, das macht mehr Schaden, weil Hagelschlag ist eine AOE, somit verteilt sich das. Ja, 7 bis 8. Hagelschlag macht 4 bis 5. Ja, ist es dann. So, Finesse. Okay, gut, dann skill ich bei mir erstmal nur 2 Attribute. Dimensionsbolzen macht Schaden jenseits der magischen Rüstung. Ja? Ja, da steht, bei Hagelschlag steht da Abwehr durch magische Rüstung. Und beim Dimensionsbolzen steht das nicht drin. Okay. Aber es ist Einzelschaden. Weißt du, was nice ist? Ich habe in den Talenten, hast du ja die Fähigkeit Blutsauger. Mhm. Das heißt, ich habe doppelten Blutsauger quasi, wenn ich da die Fähigkeit... Das ist cool, ja. Ja. So, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich bei Talenten nochmal... Willst du nicht Gorilla reinnehmen, weil das extrem viel Schaden macht? Ich glaube ja. Warte, beim Schleichen erhöht Gorilla auf Angriffsschaden um 40%, verringert auf die Kosten des Wechsels in den Schleichmodus um 1 AP. Verringert auf Gorilla die Kosten des Wechselns in den Schleichmodus. Okay, Glaskanone, Gestank, Gedächtnisstütze, 5 Sterne Koch, nein, Frau Hofsteher. Beim Schleichen ein Folterer. Warte, Folter war dann. Folter von dir vor Schadenseffekten nicht länger durch magische Bücher. Begürten in der Dauer wird um eine Runde erhöht. Brennen, vergiften, bluten, Nekrofeuer, Säure und gerissene Sehnen sind von deinen Talenten betroffen. Wir sind von hinten betroffen. Ich glaube, du schneidest deine Videos. Nein, bloß nicht. Oh, heiß ab. Das ist so schrecklich, wir reden eine halbe Stunde darüber, wie wir unsere Charaktere bauen. Hey, alles kommt hoch. So, einen Kampf zu fliehen. Guck mal, hast du 3 Zuschauer. Abgefahren. Blutsauger. Ich denke, ich bleib erstmal beim Blutsauger. Also gehe ich auf Einzelschaden? Ja. Okay. So, Kennzeichen. Was hast du genommen? Adliger? Nur Adliger? Du hast, glaube ich, 2 Punkte. Echt? Ja, du hast 2 Punkte. Okay, dann nehme ich Gelehrter? Passt irgendwie. Ich nehme Mystiker und Soldat. Boah, ich liebe eigentlich Narren, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wann Narr überhaupt die nützt. So. Wir werden alle sterben. Tidili, wir werden alle sterben. Dudli, dudli, du. Okay. Wie schaffen? So, okay. Haben wir alles? Hat seinen Namen? Er hat meinen Namen geändert. Er hat meinen Namen geändert. Prinz Sahne oder wie hab ich ihn genannt? Sandor steht bei mir. Nee, mein Name. War das Sahneprinz? Sahneprinz. Es war Sahneprinz. Ich hab mir fast verschrieben. Ich hab Sahnepins fast geschrieben. Oh, ich brauch mal Alkohol. Okay, sind wir ready? Okay, Spiel starten. Sind wir abschließend? Ja, ready, go. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. So, soll ich denn er hat irgendeine Nachricht gemacht und dann habe ich nicht aufgepasst. So, das Opening überspringe ich mal, weil ich habe schon 70 Mal gesehen. Das ist 70 Mal, dass ich dieses Spiel gestartet habe. Ja, ich kann das wirklich
beginnen auswendig. So, ah ja, mein Charakter ist ja komplett vermummt. Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Okay, du bist dran. Du bist. Easy now. Du bist dran. No need to hurry. Hang on to eure Türdinger, schatz mir oben berichten. Okay. Das Letzte, was ich gesagt habe, war künstlerische Frage. Okay, mal gucken, wie sich das spielt auf Tastatur. Ich glaube, ich sollte die. Eigentlich. Oh, sie haben das. Hä? Wow. Also, das ist jetzt die neue Version von dem Game. Was ist denn da geändert? Der ganze Raum sieht anders aus. Okay, warte mal. Ich lese erstmal das, was hier steht. Not very chatty fellow, are you? Der ganze Raum sieht anders aus. Warte. Okay, also. Wird mich feiern, okay. Der links ist eine Truhe. Warte, welche Taste war nochmal zum Beobachten? Nein. Links, wo gehst du hin? Warum gehe ich so langsam? Weiß ich nicht. Hast du was gedrückt? Hier ist eine. Da wo ich stehe, ist eine Truhe. Die könntest du schon mal aufmachen. Warte? Kann ich irgendwie die Kamera drehen mit irgendeiner Taste? Ja, mit Mausrad, wenn du reindrückst. Hast du überhaupt eine Maus? Ja. Ja, okay. Also den Tisch kannst du looten. Ich hab Zucker gefunden. Nice. Gib mir Zucker. Den Tisch kannst du looten. Und wir können. Wow. Okay, das ganze Schiff sieht ganz anders aus. Ja, ist irgendwie recht, ja. Das ist auch wenn ich mich ein bisschen zurückerinnern muss. Wie gesagt, es ist ganz neu für mich, endlich. Loote mal alles, was hier so da ist. Und wenn du Messer hast, gib mir die Messer. Ich brauche die kleinen Messerchen. Hast du schon den Tisch? Hier ist der Tisch. Den Tisch habe ich gelootet. Ja? Da war nichts wirklich drin. Okay. Ansonsten. Irgendwie mit irgendeiner Taste konnte ich. Ja, schön, ich kann Saltos machen. Ach, das ist Kampfmodus. Ich habe die Dietrich hier gefunden, die ich nicht brauche. Ja, die kannst du. Die Sachen kannst du einfach in der Tasche. Ah! Schloss knacken sollte ich skillen. Ja. So, kannst du. Weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine. Ja, ne? die Tür können wir aufmachen, okay. Aber so. Du weißt, was ich meine, warum ich ja, das Schloss knacken. Ja, aber skillen. Wegen Skelett und so. Ja. Okay, kann ich. Jump! Ich hab ein Ei gefunden. Irgendwie, mit irgendeiner Taste konnte man. Ah, okay. Ich will mit dem Schaf reden. Oh, ich hab die Fähigkeit nicht. Wenn du Alt drückst, dann kannst du die Sachen in der Umgebung sehen, die du auch zum Beispiel aufheben kannst. Ich hab einen Eimer Wasser gefunden. Bin ich jetzt ein krasser Typ oder bin ich ein krasser Typ? Okay. Oh mein Gott, das hat was gebracht. Ich hab Gold gefunden in einer dreckigen Kiste. Hat das so geglänzt und geglitzert um sich herum? Nee, das ist nicht geglitzert. Angreifen. Meine Mutter ist tot. Okay, meine Mutter ist tot? Nee. Was? Noch nicht. Ist meine Vorstellung? Ich kann machen, was ich will. Hoppa. Okay. Did you expect a needle? Okay. Hier sind noch Säcke, die du looten könntest, wo ich bin. Hier. Alt ist es nicht, die Taste, glaube ich. Nee, doch, wenn du Alt gedrückt hältst, dann werden dir Sachen angezeigt, die auf dem Boden liegen. Nee, tut's bei mir nicht. Aber hier liegt auch nichts gerade. Sowas, was du aufheben kannst. Normalerweise gab es eine Taste, die alles anzeigte, was da ja, ist. Ja. Die Kisten habe ich schon alle durchsucht. Nee, dahinter ist eine Vase. Eine Vase? Oh, ja, und den Sack, und den Hodensack hast du hier noch nicht durchgesucht. Prachtraumschlüssel war das. Okay. Oh, cool. Hier diesen Sack, neben dem ich stehe. Warum kann ich das nicht mit der rechten Mausklick-Taste haben? Das ist aber nicht. Nee, da ist nichts drin gewesen. Okay, kannst du versuchen, das zu knacken? Oder wir können. Oh, Alter, 400. Kriegst du da den Raum auf? Du hast einen Schlüssel. Ja. Okay, sind hier Leute? Nee, hier sind gar keine Leute. Okay, gut. Das ist Essen und Notizen. Und Essen. Mach mal, hier oben hängen noch Sachen an der Wand. Die kannst du auch nochmal looten. War nichts. Gar nichts drin? Okay. Warum haben sie das nicht auf der rechten Mausklick-Taste, das Drehen? Das ist sonst überall so. Brauchst du ein Messer? Ja. Du kannst einfach Inventar öffnen und dann schiebst du mir einfach das Messer einfach mehr unten in mein Inventar. Nee, das liegt ja jetzt auf dem Boden. Nee, ja, du musst es nicht droppen. Du kannst einfach nur mir quasi. Ich kann so einiges, wenn der Tag lang ist. Verschlossen. Kannst du es versuchen? Ja, bin dabei. Hat's geklappt? Kann nicht geknackt werden. Später. Okay. Kann immer noch nicht geknackt werden, scheiße. Wollen wir es hauen? Oh, Alter, nein, das können wir nicht hauen, das hat über 400 HP.
Da gibt's noch einen anderen Weg. Warte, ich rüste mich mal mit dem Messer aus, jetzt bin ich viel, viel mächtiger. Mach dein Messer nur kaputt. Ich versuch mal, ob ich einen anderen Weg finde. Okay, nee, das wird irgendwie 30 Minuten dauern, bis wir dann durchgeprügelt haben. Ich kann mich noch an die Quest erinnern, die dann entsteht. Ey, die andere Tür ist ziemlich schrott. Diese Tür ist schwächer, ich glaube, die kriegen wir. Ist sie auf? Verschlossen. Welche, die linke Tür? Ja. Ich bin gerade dabei, aber es bringt nicht das Tür. So, unerwarteter Schlag. Oh Gott, das ist schlecht. kann ich. Nee, ich kann nicht. Okay, wir werden. Nein, es muss doch hier irgendwo einen Schlüssel geben, das ist ja Wahnsinn. Weißt du, es ist schneller dagegen. Mit welcher Taste kann ich das einfach sofort angreifen? Ich möchte nicht ständig immer so lang klicken. Aber ich möchte gerne da rein. Okay. Gab's nicht einen schnelleren Weg? Ich weiß, dass es machbar war. Nee, das ist ganz. Ich habe das noch nie gespielt und du hast es auch noch nie gespielt. Das ist erst vor kurzem rausgekommen. Ach Scheiße, warum haben sie das so unglaublich schwer gemacht? Die gleiche Stelle. Nee, das ist. Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du einen Schlüssel oben. Vor allem da ist Gift, das heißt, du kannst als Untoter ziemlich gut reinlatschen. Da unten ist schon Gift? Was? Ja, das ist schon. Da ist kein. Oh fuck! Du musst schnell ins Wasser, ist hier nicht für Wasser? Nein. Hattest du nicht einen Wassereimer? Oh ja, stimmt. Inventory. Stirbst du gerade? Du bist tot, oder? Nein. Moment, was ist das? Elektrofeld. Wundervoll. Ja, Dimensionsbolzen macht immer random was, das ist will. Ja? Ja. Wie widerlich. Oh Gott, da ist Gift. Oh, Gift. Gut, ich heile mich mal ein bisschen. Oh, wie gut. Was, du saugst es nicht auf? Nein, ich saug's nicht auf. Oh, widerlich. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Gift aufgesaugt wird. Ja doch, im alten Game war das so. Taschenmesser ist kaputt, wirklich? Ja, das war früher auch so. Es ging eher, bei Türen kaputt machen ist derbe schädlich. Oh, wir werden ewig. Okay, gut. Folge Nummer 17. Die Tür ist immer noch da. Hier, was? Nee, lass mal weg, das ist die größte Zeit verschwunden. Wir haben sie halb down. Ja, aber dank meinem Messer haben wir sie halb down. Das Einzige, was wir jetzt... Nimm das Schaf und prügel es mit dem Schaf. Okay. Wollen wir das Schaf angreifen? Natürlich greifen wir das Schaf an, das ist EP. Okay. Warte, wieso bin ich vergiftet? Ach, du bist vergiftet, okay. Gut, Angriff auf das Schaf. Angriff. Nein, es läuft weg. Es kann nicht entkommen, die ganzen Türen sind zu. Wo ist es hin? Ich finde es nicht. Ah, da ist es. Alter, das. Weißt du, wie lange wir brauchen werden? Oh, ich hasse dich! Dimensionsbolzen ist doch eine schlechtere Fähigkeit, als ich dachte. Oh, ich brenne und ich habe schon super viel Damage. Okay, ich würde gerne irgendeine Art und Weise nicht löschen. Ich glaube, ich muss mal gleich das Licht anmachen, damit ich meine Tastatur sehe. Kannst du hier regnen lassen? Nee, ich habe keinen Regenzauber. Ich habe Heilung. Ich kann nicht heilen. Oh Gott. Fehlt dir denn schon HP? Ja. Echt? Du bist dran. Ich finde, du hast voll auf 4 HP. Du musst da raus, du stehst im Brennen. Erstmal raus da. Oh ja, du hast recht. Hier. So, geht da. Okay. Das Schaf vergewaltigt uns. Wir sind tot an einem Schaf. Okay, gut. Okay. Der Schaf ist sowas von tot, Alter. Alter, Schaf Damage. Schaf, Moment, warte, was? Du hast einen Schaden gemacht oder was war das? Ja, okay, gut. Ich... Ja. Sehr gut. Ich
würde gerne nicht, ich würde gerne nicht mehr brennen. Hast du dich gerade gefleischt? Ja. Nein. So, du musst das Schaf looten. Nein, ich bin gerade der andere. Wie kann ich sein? Das Schaf hat nur Fleisch bei sich. Ja, okay. Warte mal kurz. Bleib stehen! Oh, nice. Ja, bitte. Okay. Okay, ich mach mal kurz Licht bei mir an, weil ich kann meine Tastatur nicht sehen. Okay, gut. Ich hab das Gift angezündet. Mit der Kerze. Ah, oh, fuck! Bist du gestorben? Ich hoffe, ja. Keine Sicht. So, kann ich die Tür zum Brennen bringen? Nein. So, angreifen. Oh Gott, das ist... Oh Gott, wir brauchen 137 Schläge. Nee, das ist... Bist du noch da? Leer, grinsender Schädel. Kann ich ihn nehmen? Nein. Ich hab meinen Fuß gestoßen. MJ, ja? Ja? Wir machen mit unseren Schlägen einen einzigen Damage bei der Tür. Ja, außer ich setze meine Fähigkeiten. Nein, lass mal hoch und vielleicht finden wir da oben Waffen. Okay. Ich hab. Oh, da ist Blut, willst du nicht heilen? Ich hab vollständiges Leben. Okay, dann hoch. So, bist du sicher, dass ich hoch möchte? Ja, leider schon. Okay, es ist. Oh, jetzt! Das ist das Gebiet, wo wir damals aufwachen eigentlich. Nein, da unten wachten wir immer auf. Nein, wir wachten hier auf. Und dieser Tisch stand hier weiter vorne. Die stand immer da oben. Das ist anders. Jetzt können wir sie in diesen unteren Bereich. So. Kochtöpfe, wir klauen alles. Oh, wenn du die Umschalttaste drückst, dann kannst du sehen, wo ihr Sichtfeld ist. Umschalttaste, okay. Shift-Taste. Ja. Ja, ja. Also mit Alt kannst du Sachen sehen. Halt mal. Nein, nicht Destillation. Ich möchte nicht destillieren. Schädel mit Kiefer. Kann ich den. Loote mal den Schaf, hast du schon, okay. Loote alles wie die Sau, Alter. Du hast keine Ahnung, Alter. Ich loote so krass. Meine Eltern sind Geschwister. So. Goldkelch. Uraltes Buch. Destillationsbla. Why you're looking a bit more chipper. Bringen sie nicht um, oder? Nee. Okay. Jetzt hier nirgendwo einen Kampf anfangen. Die Leute sind alle viel zu OP. Ja. So, weiter, bla bla bla. Du wirst 100% das Stück Fleisch aufsammeln, oder? Ah, nee, das hat eine scheiß Fähigkeit. Ja. Es ist immer die gleiche Kriegerfähigkeit. Mystiker Soldat, sagen bla bla. Weiter, okay. Einfach nur weiter. Ich kenne den Text. Aber wenn du willst, kann ich ihn ablenken. Nee, die sind ja hier alle sowieso tot. Okay. Die krepieren doch am Ende. Nee, da geht es hoch. Okay. Ich glaube, wir können. Da ist aber eine Kiste, ein Fass, das du looten könntest. Dann mache ich das gleich. Ja. Oh ja, Bettrollen. Immer Bettrollen mit. Ja, genau. Nicht vergessen, Bettrollen. Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Sprichst du mit einem Skelett? Der sitzt hinten im Raum mit der Kiste, glaube ich. Wo ist hier ein Fass? Ah, da ist es. Es ist so komisch. Ist das Spiel konzipiert, dass man Controller anschließen kann? Nein. Soweit ich weiß, nein. Okay, oder? Wo ist denn das Skelett ganz weit hinten, oder? In diesem Raum mit der großen Kiste. Kann ich? Hab ich was gedrückt, das gesehen? Nein. Hör auf! Es ist blockiert, okay. Ich will die Scrollrollen nach hinten. So, perfekt. Kann ich da blinken? Achso, da ist es. Hä? Okay, das ist Ping. Hä? Okay, ich weiß gar nicht, was er treibt gerade. Wo gammelst du rum? Ich sehe dich hier auf der Map nicht. MJ? Hallo? Ja? Okay. Wo treibt. Ach, da. Die Tür ist offen, aber ich glaube, da hinten wollen wir noch nicht hin, oder? Nee. Wenn wir da hinten
wenn wir da hinten reingehen, aktiviert sich sofort die Story. Okay, wo ist der Untote? Der Untote war doch, glaube ich, hier? Hier ist eine Kiste. Ah, ich glaube, der Untote ist im nächsten Schiffsbereich. Da können wir noch nicht hin. Den treffen wir, wenn das Schiff in Flammen steht, glaube ich. Ich habe sogar echt Mühe gegeben, um mit dem Typen zu lesen, was er da sagt. Okay. Hier, wo ich bin, ist auch eine Kiste, die du noch öffnen kannst. Ja, du bist der blaue Punkt, ne? Ja, genau. Ja. Bin ein bisschen blau. Oh, sind gut für den Bogenschützen später. Ich habe gehört, du hast was Gutes bekommen. Und hier auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Fass, das du öffnen könntest. So, auch hier sind, also hier sind beide Sachen. Wir müssen diese Leute nicht ansprechen, die labern immer das eine dasselbe. Nein, hör auf! Oh. Im Fass ist nichts drin. Nein. So. Löse. Die Bettrollen, die sind nicht verbrauchbar, ne? Ne, die benutze ich immer die ganze Zeit. Oh, es gibt auch mir Heilung, auch als Untoter, okay. Das ist gut. Das heißt ja, wahrscheinlich, im Blutstehen wird auch dir als Untoter Heilung bringen. Ja. So, ich klau mal alles. Wir brauchen jede Münze, alle Teller, Wein, alles. Ich nehme alle Krüge und so. Ja, ich auch. Einfach nur alles Loot. Waschzuber nehme ich auch mit. Okay, ich kann noch einiges looten. Gut. Okay, neues Rezept freigeschaltet. Kann ich das? Nein, das ist so okay. Wo ich bin, in der Küche, da gibt es super viel Stuff, was du looten kannst. Okay, ich bin mir nicht sicher. Ich hab die auch bekommen. Da, unter der Kiste ist der Schlüssel versteckt. Ah, okay. Vielleicht ist der Schlüssel für den anderen Raum auch unter einer Kiste. Wir müssen dann gehen wir zurück. Ja, vergiss nicht hier die Kiste, die mitten im Weg steht. Da ist die ja auch noch nicht gelootet. Ich loot alles, was Oh, ich habe einiges gefunden. Ich habe sogar eine Heilungsrolle, glaube ich, gefunden. Rollen einfach nur behandeln. Vor allem Rollen mit Wiederauferstehung. Ich weiß noch, dass in... Wiederauferstehung ist wichtig. Ja, dass im alten Game die Teile super viel gekostet haben und vor allem super selten waren. Nee, ich habe eine Schriftrolle der Regeneration gefunden, was nicht sehr viel bringt, weil ich Regeneration habe. Ich habe eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Das ist gut. Ich habe auch eine. Okay, das ist eine Eisenkiste. Da ist ein Schaf. Ja. Ich werde nur mit ihm reden. Mäh. Hier hinten hast du noch vergessen, noch zwei Fässer so vergessen hier hinten. Ich bin noch nicht fertig. Also, oder was ist hinten und was ist vorne? Hier, wo ich bin. Da? Hier sind noch zwei. Links. Links. Ja, genau, ich bin noch nicht daran gewöhnt, mit dem Mausrad so zu arbeiten. Zu arbeiten. Ja, das ist so. Pass auf, soll ich ihn ablenken? Wenn du mir was klaust, muss man ihn ablenken. We'll find it. She looks up. I was on. You're one of the old. Not without cut. Listen, bring me a goodly thanks. Ein Gedichtband. Das nehme ich. Ja, das wollte ich nicht mehr, aber. Ja. So, liegt hier kaputte. Bla bla bla. Okay. Lass mal nochmal in den Keller. Ich hoffe, wir können da nochmal runter. Da ist ein Buch. Aber das ist auf Rot, also auf Stehlen. Willst du sie ablenken? Nein, das ist egal. Wie gesagt, sie krepiert doch sowieso noch hier. Deswegen ja, aber ich finde Bücher klauen ist lustig. So, kann ich hier etwas verschieben? Okay, wir gehen also wieder nach unten, ne? Ja, ich bin schon unten und schau gerade. Ich weiß nicht, ob hier... Nee, hier ist nichts. Oder hier hinten? Na, hier muss ja was sein. Ich schau mal unter jede Kiste. Did you expect a needle? Finde ich hier nichts. Ist hier irgendwas? Nochmal umschauen. Dimensionsbolzen ist mal eine scheiß Idee, nebenbei. Ja. Ja, random. Es ist random, welches Element es benutzt. Ich glaube, das Teil wird uns noch fette Probleme bereiten.
Ja, ich würde auch demnächst eine andere Fähigkeit kaufen. So, ich würde gerne jetzt auch kurz die Aufnahme pausieren. Wie war das nochmal?